Ja, freut mich, dass ihr auch zu mir gekommen seid. Suchmaschinenoptimierung ist einfach ein wichtiges Thema. Habe ich auch leider viel zu lange missachtet, weil ich mir gedacht habe, ach, Joomla macht das schon irgendwie. Stell mal die Suchmaschinenoptimierung in den URLs ein und alles andere läuft von selber. Habe mich dann eines Besseren belehren lassen von meiner Frau, die so mit Internetseitenerstellung irgendwie so, ja, nicht so ganz so viel zu tun hat. Interessanterweise ist sie dann auch diejenige gewesen, die ja auf diese PDF-Datei gestoßen ist. Google Einführung in Suchmaschinenoptimierung. Und die hat sie mir per E-Mail dann mal zugeschickt. Ich habe dann mal dran rumgeblättert. Ich habe es mir erst ausgedruckt, habe mir dann mal dran rumgeblättert und dann gemerkt, oh Gott, das ist wichtiges Zeug. Google liebt Suchmaschinenoptimierung, sagt auch noch, wie sie es gerne hätten. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie setzen wir das mit Joomla um? Ich habe jetzt, da ich jetzt bis jetzt nur Joomla 2.5 Seiten betreue und auch habe, kann ich es, wie gesagt, im Moment nur daran zeigen. Aber in Joomla 3.x ist es, denke ich, ähnlich. Ich zeige das direkt am Beispiel der Jux-Sauerland-Seite. Wir werden sehen, dass ich die Seite auch nicht nur nicht zwingend wirklich umgestellt habe. Und alles gemacht habe, aber dann sehen wir es eben halt direkt am Beispiel, wie man das Ganze dann auch noch aufarbeiten muss. So, ja, legen wir los. Einführung Suchmaschinenoptimierung. Ich scroll das mal immer so durch. Ich habe mir nämlich hier in meinem Skript immer mal Notizen gemacht, wo schon die ersten wichtigen Passagen sind. Und dann sind wir schon auf der Seite 4. Verwendet individuelle und passende Titel. Macht Joomla vom Prinzip schon ja, selber. Wir haben hier ganz wichtig, dass im Head-Bereich der Titel der Internetseite steht. Kann man noch ein bisschen optimieren. Und zwar, Joomla hat standardmäßig zum Beispiel den Beitragstitel dort drin. Oder den Titel des Menülinks oder den Titel der Kategorie. Aber nicht den eigentlichen Webseitennamen. Wir sehen jetzt hier oben, da kann man den Titel dann dementsprechend oder da wird auch nochmal angezeigt. Und wir sehen, dass da jetzt auf jeden Fall auch der Seitenname erscheint. Joomla User Group Sauerland, Bindestrich Startseite. Das ist eigentlich recht einfach einzustellen. Das ist in der Hauptkonfiguration. Das ist hier der Punkt Seitenname auch im Titel. Und ich stelle es eigentlich standardmäßig davor. Fertig. Also habe ich dann dementsprechend auch den Seitennamen mit in dem Titel drin. Ja, viele Sachen werden von Joomla halt standardmäßig schon gemacht. Sind wir hier schon mal auf der Seite 6, geht es weiter. Benutzt den Meta-Tag Description. Den habe ich. Na, was haben wir denn hier? Was geht denn hier jetzt gerade nicht? Den Meta-Tag Description finden wir an mehreren Stellen. Wir finden ihn einmal in Beiträgen. Das ist jetzt hier auf der rechten Seite Metadatenoption. Wie man jetzt sieht, ist leer. Der sollte ausgefüllt werden. Ganz einfacher Hintergrund, wenn Google den Treffer anzeigt, gibt Google auch noch eine Kurzbeschreibung eben halt raus, was auf dieser Seite ist. So, und das ist die Metabeschreibung. Das ist in ein, zwei Sätzen eben erzählt, um was es hier geht. Sollte man auch zwingend wirklich ausfüllen.
Was wir getrost beiseite lassen können, sind die Schlüsselwörter. Die werden von Google nicht mehr berücksichtigt. Also die können wir komplett unter den Tisch fallen lassen. Aber die Meta-Beschreibung sollte auf jeden Fall zwingend ausgefüllt werden. Also hier wäre jetzt eben halt ein, zwei Sätze zu dem Artikel und was dem... Die kann ruhig auch zwei, drei Absätze mit zwei Sätzen haben. Nein, die so zu lang sollte sie natürlich auch nicht sein, weil Google eine Kompaktbeschreibung haben möchte. Aber sie darf ruhig schon etwas länger sein. Die muss nicht ein Satz sein. Oftmals ist es ja auch nicht möglich, den Inhalt des Textes mit einem Satz zu beschreiben. Ja. Ja. Richtig. Es wird nicht alles angezeigt, klar, in der Google-Trefferliste. Das ist richtig. Google guckt trotzdem diese Beschreibung raus und liest sich dort auch die Schlagwörter aus. Ich habe hier irgendein kleines Problem mit meiner Joomla-Installation. Ich glaube, ich nehme mal eben den Internet Explorer. Ja? Es empfiehlt sich immer, zwei Browser zu haben. Standardbrowser wird er trotzdem nicht. Diese Metadaten, die finden wir jetzt nicht nur in dem Beitrag. Die Metadaten finden wir nämlich auch in den Kategorien. Metadatenoption. Ja, die habe ich schon ausgefüllt. Die Metadaten. Ja, hier klappt's. Die Metadaten finden wir in den Kategorien, aber auch in den Menülinks. Irgendwie scheint mich heute wenn ich jetzt eine Kategorie, einen Menülink auf eine Kategorie setze, mache ich mir natürlich nicht die Mühe und schreibe zwei verschiedene Metabeschreibungen. Dann kopiere ich mir in dem Falle die Metabeschreibung aus der Kopie, aus der Kategorie und setze die dann dort rein. Hätte ich hier zum Beispiel jetzt auch noch machen können. Ich finde allerdings auch noch, wir sind jetzt also bei den Menüeinträgen, wir finden die Meta-Description jetzt allerdings auch in der Hauptkonfiguration. Und spätestens hier sollte wirklich zwingend eine Metabeschreibung stehen. Denn findet Joomla keine Metabeschreibung in dem Beitrag, keine Metabeschreibung in der Kategorie und auch keinen im Menülink, wird hier auf die Metabeschreibung in der Hauptkonfiguration zurückgegriffen. Also damit meine Seite wenigstens irgendwas Allgemeines als Metabeschreibung hat. Hier sollte spätestens wirklich was stehen. Die Schlüsselwörter, wie gesagt, absolut über, ist jetzt noch aus der Zeit, wo ich dachte, Mensch, das ist wichtig. Wird von Google absolut nicht mehr ausgelesen. Irgendwie.
Ist hier der Wurm drin. So, gehen wir mal weiter. Seite 8. Verbessert die Struktur eurer URLs. Ist im Wesentlichen ja leider nicht ganz so einfach. Es geht halt hier drum. Google möchte veräppelt werden in dem Augenblick. Die wollen hier also wirklich verarscht werden. Und zwar in dem Punkt, dass eine HTML-Datei vorgegaukelt wird, eine Struktur, die überhaupt nicht existent ist. Wenn ich jetzt in irgendeinen der, Beiträge mal hineingehe, dann sieht man hier, wie sich das immer weiter fortführt. Und hier steht auch dementsprechend der Titel des Beitrages mit oben drin. Diese URLs schalte ich recht einfach ein in der Hauptkonfiguration. Das ist dies hier. Standardmäßig ist das erste auf Ja gesetzt und alle anderen auf Nein. Hat die Ursache dieses URL Rewrite. Das ist ein bisschen tückisch. Das kommt auf die Server-Einstellung an. Das muss ich, wenn ich das auf Ja setze, hier ist auch der Hinweis, muss ich die htaccess, die als .txt-Datei mitgeliefert wird, umbenennen in .htaccess. Und jetzt ist es eben halt wichtig, die Webhoster haben ihre Server-Einstellung alle ein bisschen verschieden. Das funktioniert nicht immer sofort. Das sind nur die wenigsten Server, bei denen das reibungslos funktioniert mit der Joomla-eigenen .htaccess-Datei. Hier ganz wichtig den Webhoster fragen, hallo, hast du eine eigene .htaccess-Datei für Joomla? Kann ich die haben? Oder, ja, dann muss man eben halt selber schauen, ob man dieses Rewrite einschalten muss, ausgeschaltet lassen muss, wie der Root dazu ist und so weiter und so fort. Das ist ein Ding, das muss man dann einfach mit dem Webhoster abklären. Das geht leider nicht so einfach. Also ich habe eine eigene .htaccess-Datei für Strato, für 1 und 1, für 1 Blue. Schwarzkünstler zum Beispiel bietet selber eine direkt an, die ich einfach nur runterladen muss, auf meinem Webhosting-Platz packe, fertig. Und wie gesagt, so muss man dann halt schauen, dass man da die passende .htaccess-Datei bekommt. Das ist eben halt der Punkt, wo das nicht ganz einfach ist. Dateianendung an URL anfügen, ob das sinnvoll ist oder nicht, da streiten sich so ein bisschen die Geister. Ich mache es. Warum nicht da so eine HTML-Datei hinten angeben? Ja, Unicode. Ich packe es auch mit rein und hier hatten wir ja den Seitentitel, den wir ja eben schon hatten. So. Die Seite 10 im Skript. Gestaltet die Navigation eurer Website einfacher. Das ist jetzt ein Punkt, da fängt man natürlich schon, also in der Konzeptionsphase der Internetseite natürlich schon an. Das heißt, wie gestalte ich meine Inhalte? Wie will ich meinen User auf der Website navigieren, zu seinem Inhalt navigieren? Es gibt hier die ganz goldene Regel, maximal 3 Klicks und der User muss bei seinem gewünschten Inhalt sein. Muss er mehr rumklicken, verliert er ganz schnell das Interesse an einer Internetseite und ist dann weg. Google erkennt natürlich in der Navigationsstruktur, ob ich jetzt in der Navigation eine Ebene, zwei Ebene, 3 oder 20 Ebenen habe. Umso weiter ich das hier in diesem Baummenü verstricke und mich da verzettele, umso unübersichtlicher wird die Navigation und umso schwerer kommt der User an den Inhalt.
Google schaut sich das an und sagt, boah, nee, also so eine Seite ist ja eher langweilig. Und dementsprechend im Algorithmus komme ich im Ranking dann wieder, werde ich halt tiefer gerankt. Deswegen ganz wichtig, bevor ich überhaupt Joomla auf dem Server installiere, was will ich dem User eigentlich erzählen auf meiner Website? Was für Inhalte möchte ich dort präsentieren und wie mache ich das am besten? Das ist natürlich ein Gedanke, der wird von mir 7-mal angepackt und gefühlte 20-mal wieder umgeschmissen. Selbst bei den einfachsten Webseiten, aber irgendwann hat man dann wirklich seine Menüstruktur, so wie sie der User dann auch gerne hätte. Aus der Erfahrung natürlich aktuelles möglichst nach oben und solche Dinge wie Impressum, Datenschutzhinweise möglichst tief nach unten, weil das interessiert eher weniger, gerade die Datenschutzhinweise. Also nicht jetzt diese Menüstruktur weit verzweigen. Dann habe ich jetzt ein Thema, verwende zwei Sitemaps, um dem User die Website ein bisschen schmackhafter zu machen. Das ist etwas, was ich persönlich jetzt nicht ganz so nachvollziehen kann, warum Google gerne hätte, dass man dem User so eine Sitemap zur Verfügung stellt. Ob es der einfacheren Navigation dient, weiß ich nicht. Ich selber mag auf solchen Sitemaps nicht so gerne gehen. Google möchte sie haben, dann bekommt Google sie auch. Ganz einfach. Wird umgesetzt mit der Komponente Xmap von mir, die ich eben halt dort einfüge. Xmap bietet, dazu muss ich mich interessanterweise im Frontend mal eben anmelden. Eine Ausgabe in einer XML-Sitemap. Diese URL nutze ich in den Webmaster-Tools. Ich denke, Gerald ist eben darauf eingegangen. Okay, also diese Sitemap-URL, die meldet man eben halt über die Webmaster-Tools an. Das Gleiche gibt es dann auch nochmal für die Bilder einer Website. Hier ist es allerdings wichtig, standardmäßig ist der Bilderordner der aller Joomla-Installation von den Robots, bei den Robots ausgeschlossen. Das heißt, dass die Robots da nicht drüber gucken. Wenn ich das möchte, dass auch meine Bilder ausgelesen werden, dann muss ich in den Robots den Bilderordner freigeben. Dann melde ich auch diese URL dementsprechend in den Webmaster-Tools an und dementsprechend werden dann auch die Bilder ausgelesen. Muss man das notwendig machen, denn wenn die Bilder freigegeben sind in der Installation, wenn man das dann erlaubt, dann kommt dort wieder so automatisch über und lesen die Bilder aus. Nee. Versteht die Sinn nicht? Nein, die... Die Bilder werden dann auch direkt eben halt ausgelesen und dann auch in der Google-Bildersuche zum Beispiel auch freigegeben. Sind die Bilder nicht freigegeben, ist dieser Ordner nicht freigegeben, werden die Bilder auch nicht angezeigt. Ja, die werden automatisch dann eingelesen in die Google-Suchmaschine. Da brauche ich Ich sag mir immer, alles was Google möchte, bekommt es von mir. Ob ich jetzt dahinter einen Sinn verstehe oder nicht, ich bin jetzt auch nochmal kurz zur Erklärung, ich bin auch eher der Joomla-Anwender. Ich bin kein Programmierer oder Entwickler oder ähnliches. Meine Klientel besteht aus Klein- und Kleinstunternehmen, die ganz einfache Webseiten von mir bekommen. Und wichtig ist denen natürlich die Suchmaschinenoptimierung. Ich verstehe auch nicht alles, muss ich ganz ehrlich zugeben. Joomla, wenn der Kunde sagt, ich möchte, dass meine Bilder gefunden werden, natürlich auch, dann muss ich diese Sitemap-URL in den Webmaster-Tools, sollte ich die mit eingeben. Weil das möchte Google so und dann geben wir es denen einfach.
Sind wir auch schon bei Seite 12. Hier wird erst nochmal von der Navigation geredet, hatten wir eben schon drüber gesprochen, möglichst einfache Navigation verwenden. Hier ist ein kleiner Text, hier steht, indem ihr den Großteil eurer Seitennavigation durch Textlinks handhabt, macht ihr das Crawlen und Verstehen eurer Seite für Suchmaschinen einfacher. Es gibt wirklich noch Menschen, die Buttons in ihren Templates kreieren, wo der Text als Pixeldatei drauf sitzt. Bloß nicht machen. Sämtliche Links in der Navigation sollten auch Text sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur Text, Google kann nur Text auslesen. Bilder auszulesen, ob da irgendwo ein Wort drin steht, das macht Google nicht. Da weigert sich Google. Und ich finde das auch gut so. Deswegen sind Buttons in der Navigation, die eben halt einen Link, den Namen des Links als Pixelbild enthalten, absoluter Schwachsinn. Die sollten nicht verwendet werden. Seite 13 bin ich schon. XML Sitemap hatten wir auch schon drüber gesprochen mit den Webmaster Tools. Haben wir hier verwendet eine hilfreiche 404 Fehlerseite. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann so ein bisschen immer ans Grübeln komme. Es gibt Menschen, die bieten Templates an. Es gibt kostenfreie Templates, okay, da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn ich ein kostenfreies Template verwende, dass das nicht alles bietet, was so ein Template können sollte, ist okay. Damit muss ich einfach rechnen, wenn ich auch ein kostenfreies benutze. Aber wenn ich ein Bezahl-Template anbiete, dann sollte man doch auch die Möglichkeiten, die Joomla bietet, auch ausnutzen. Die 404-Fehlerseite wird bei den meisten Templates, auch bei den Bezahl-Templates, die wird in den Templates eben halt nicht berücksichtigt. Es gibt keine eigene Error-PHP innerhalb des Templates. Joomla geht da natürlich auf seine Standard-Error-PHP zurück. Diese Standard-Error-PHP, ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. Ich glaube, das ist ein Kasten mit einem roten Balken oben drüber. So sah sie zumindest bei 1.5 aus. Das ist vom Design her eigentlich der totale Schwachfuck. Warum mache ich denn die Fehlerseite nicht im Design des Kunden bzw. in meinem eigenen Design? So sieht eine ordentliche Error-PHP aus, also eine Fehlermeldung, die mir sagt, ey, du bist noch bei der JUX Sauerland, aber es ist halt ein Fehler aufgetreten. Das ist wenn man selber Templates macht zum Beispiel, ist das ein Mehraufwand von vielleicht 10 Minuten oder eine Viertelstunde, wenn ich jetzt die Offline-PHP noch dabei nehme. Ich nehme einfach mein Template, packe die im Inhaltsbereich dementsprechend die Auslesung der Fehlermeldung damit rein. Ganz wichtig, biete natürlich auch wieder einen Link zur Startseite an. Oder noch besser, auch zum Impressum. Dann haben wir nämlich das Rechtliche auch gleich abgedeckt. Auf jeder Seite muss ein Link zum Impressum sein, auch auf der Fehlerseite. Rechtlich unwahrscheinlich wichtig. Also gibt es das bei mir. Einmal Link zur Startseite, Link zum Impressum. So, Google schreibt jetzt, das ist etwas sehr schwierig formuliert. Also Google sagt jetzt, was man vermeiden soll. Ein Design für die 404 zu verwenden, das nicht konsistent mit dem Rest eurer Website ist, bedeutet, vermeidet eine Error-PHP, die nicht so aussieht wie eure Webseite. Umkehrschluss, benutzt eine Error-PHP, die so aussieht wie eure Website. Ist super umständlich geschrieben, gebe ich zu. Aber
Nochmal, Mehraufwand, wenn man selber Templates macht, 10 Minuten, Viertelstunde. Ja, kommen wir zum Wichtigsten der Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, da erzähle ich auch keinem von euch hier was Neues. Inhalt, Inhalt, Inhalt. Wenn ihr eine Internetseite über Fernrohre macht, dann macht eine Internetseite über Fernrohre und nicht über Fußpflege. Ich selber gebe ich zu, wenn man jetzt mal meine private Seite betrachtet, könnte man denken, mein Gott, der hält sich auch nicht an alles, was er so sagt und schreibt. Stimmt. Meine private Website, da stellen meine Frau und ich uns ein bisschen halt vor und wir haben dann überlegt, auch unser Nebengewerbe könnten wir da auch mal eben platzieren. Ne? GPS-Kurse bieten wir an und Workshops. Ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass das in einer privaten Seite irgendwo untergemogelt ist. Da wäre es natürlich sinnvoll, eine eigene Website zu machen, die nur um das Thema GPS und Kurse und Workshops geht. Ja, das wäre sinnvoller, als die in der privaten Seite mit irgendwo zu verstecken. Wenn wir über Inhalt reden, nicht zu wenig, nicht zu viel. Was, wo liegt die goldene Mitte? Das kann ich so direkt auch nicht sagen. Ich kann es mal zeigen, wie ich es auf der Firmenseite bei mir mache. Ich hatte früher noch einen Geschäftspartner, der ist leider seit letztem Jahr raus. Wir haben überlegt, gerade hier im Bereich Werbetechnik, ich mache auch viel Fahrzeugbeschriftung, Schiller-Lichtreklame, passiert doch immer mal was Interessantes. Wir haben bestimmt eine interessante Folie oder eine ganz bestimmte Arbeitsweise. Und da haben wir uns überlegt, okay, wir machen Beiträge in Blogform, die wir dann dementsprechend bereitstellen und über unsere Arbeit schreiben. Sowas ist für den User unwahrscheinlich interessant, weil man dann dem User auch zeigen kann oder dem potenziellen Kunden zeigen kann, Mensch, die haben Ahnung von dem, was sie da tun. Hier wird eben halt direkt geschrieben, wo es eben halt wichtig, was ist wichtig bei einer Folienbeschriftung über die Zierleiste. Das ist das, was der Kunde dann interessant findet, weil er weiß, ey, mein Auto hat auch so eine doofe Zierleiste. Und so kann man einen Inhalt über eine Firma oder was auch immer interessant halten. Wir haben neue Beiträge. Was hat man Neues gemacht? Was hat man besonders gut gemacht? Nicht nochmal über alles reden. Nicht, dass der Artikel 10 Meter lang wird. Ja, wie weit kann man eine Website scrollen? Also das geht ziemlich lang, interessiert aber keinem User mehr. Inhalte kurz, knapp, präzise darstellen. Ich habe jetzt hier bei mir noch stehen, Synonyme verwenden. Ist manchmal sehr schwierig. Wie soll man Zierleiste ein anderes Wort für geben? Aber nicht immer Fahrzeugbeschriftung oder Werbetechnik nennen, sondern hier wirklich auch mal versuchen, andere Begriffe zu nutzen. Word und auch OpenOffice haben die Thesaurus-Funktion. Da kann ich das Wort eingeben, bekomme Synonyme, Anonyme und kann dementsprechend mit der Sprache ein bisschen variieren. Hilft mir natürlich, dass ich mehrere Schlagwörter abgedeckt habe und dementsprechend präsentieren kann. Ja, wieder etwas, was ich bisher falsch gemacht habe. Schreibt besseren Ankertext. Ich zeige mal eine Website, die in Vorbereitung ist. Jetzt muss ich mir eben überlegen. Das muss ich beim Kunden auch noch ändern. Also
Wie ist, die Seite ist zwar online, aber hier halt dementsprechend in dem Ordner versteckt noch. Hier haben wir auch so ein bisschen mit GPS-Daten gespielt. Ja, doch, ich habe es doch relativ ordentlich gemacht. Die offizielle Seite der Bahnradroute Helwig-Weser erreichen Sie, wenn Sie diesem Link folgen. Oftmals habe ich, oder mit einem Klick hier folgen, und dann habe ich in den Klammern hier reingeschrieben. Das ist nicht gut. Auf den Link setzt bitte einen vernünftigen Text, bei dem man sich schon was vorstellen kann, was einem dort erwartet. Ich habe es hier gemacht, sehe ich gerade. Ja? Ja? Kann man auch beschriften. Ich mache das oft hier, kommen wir zum Vertretungsstundenplan. Hier, das beschreibe ich ja schon, oder? Ja. Geht das hier aber auch nochmal mit Maus rüber zum Vertretungsplan zum Beispiel? Ich wiederhole es nochmal für den Sound. Also es geht um den Mouse-Over-Effekt, dass man da auch nochmal einen anderen Text drauflegt, ist natürlich auch möglich, klar. Warum nicht? Wichtig, wie gesagt, dass da eben halt nicht nur sowas steht wie hier oder da, sondern dass dieser Ankertext schon eine vernünftige Beschreibung bekommt. In dem Fall hat er sie. BRR steht für Bahnradroute. Alle, die gerne Fahrrad fahren, die wissen, mit der Abkürzung auch etwas anzufangen. Könnte man sich drüber streiten, ob man sich doch lieber ausschreibt. Aber wie gesagt, nicht einfach nur hier schreiben. Das wäre nicht gut und verkehrt. Ich wundere mich, dass ich es jetzt schon gemacht habe. Oh ja, jetzt kommen wir zum Thema. Das ist auch so eine kleine Never-Ending-Story. Wer in Kundenprojekten steckt, kennt dich mit Sicherheit. Google steht auf Barrierearmheit. Das findet Google unwahrscheinlich toll. Auch zu Recht. Gibt nämlich einen ganz klaren Grund, warum Joomla das fördert. Ich gucke mal eben eine Rechteverwaltung. Und zwar geht es um diesen Effekt. Ich fahre mit der Maus drüber und es kommt ein Text, ein beschreibender Text des Bildes. Für sehbehinderte Menschen, die das Bild nicht sehen können, die mit einem sogenannten Vorleseprogramm, einem Screenreader kommen, wie zum Beispiel JAWS oder ähnliche, denen wird genau dieser Beschreibungstext vorgelesen. Die sind angewiesen darauf. Die bekommen den Hinweis Bild und dann wird ihnen dieser Text vorgelesen. Ist dort kein Text hinterlegt, bekommen die auch nichts vorgelesen. Dann bekommen die nur den Hinweis Bild. Ja toll, was für ein Bild ist da? Wollen wir die sehbehinderten Menschen ausgrenzen? Nein, wollen wir nicht. Google sagt, wenn ich zum großen Teil Bilder eben halt finde, wo kein beschreibender Text hinterlegt ist, dann kommt die Seite im Ranking nach unten, weil sehbehinderte Menschen hier benachteiligt sind. Also, ganz, ganz wichtig, in jedem Bild, aber wirklich in jedem, den ich in meine Beiträge einfüge, packt bitte dort den Alt- oder den Titeltag in das Bild. Relativ einfach über den What You See is What You Get Editor zu machen. Ich füge das Bild ein, vergebe den Alt- oder Titeltag. Sache erledigt. Ich sagte ja schon bereits, wer für Kunden eine Seite baut und auch die Kunden selber Beiträge schreiben lässt, die schaffen das. Irgendwie schaffen die das nie. Was die immer vergessen, ist dieser Alttag. Und dann sitze ich dann wieder da in der Besprechung einmal oder zweimal im Jahr und sage, Leute, ihr habt wieder vergessen, da die Alltags reinzupacken. Ganz wichtig. Und ich finde das gut, dass Google das macht, weil es eben halt die Barrierearmheit fördert. Ich sage extra nicht Barrierefreiheit, weil Barrierefreiheit gibt es nicht. Keine Website ist barrierefrei. Immer ist irgendwo ein kleiner Haken. Das wäre jetzt auf Seite 18 gewesen. Im Skript optimiert die Verwendung von Bildern. Auch etwas, was relativ klar ist. Ich muss mal eben schauen, wo das hier im Skript steht. Ach hier, anstatt die Bilddateien über unzulässige Verzeichnisse und Unterverzeichnisse zu verteilen,
zieht die Möglichkeit in Betracht, eure Bilder in einem einzigen Verzeichnis abzuspeichern oder zu sammeln. Macht Joomla. Ich schon. Ich habe meinen Images-Ordner, da sind die drin. Und legt die bitte auch nirgendwo anders hin. Unterverzeichnisse sind einfach sinnvoll, weil ich eine Ordnung brauche. Ich kann nicht einfach alle Bilder in den Image-Ordner packen und hinterher weiß ich gar nicht mehr, welches Bild habe ich für was verwendet. Und wenn ich dann mal Beiträge löschen will, weiß ich nicht, ob ich dieses Bild nicht doch für was Wichtiges gebraucht habe. Also da auf jeden Fall Unterverzeichnisse machen, aber bitte nicht zu viele. Ja, auch wieder ein Thema. Das nächste, was ich bislang vernachlässigt habe, was aber auch sehr wichtig ist, verwendet Überschriften-Tags richtig. Wir reden hier über die H1 bis H6 oder H5-Tags. Habe ich mich auch erstmal gefragt, wofür gibt es die eigentlich, wofür sind die eigentlich da, bis ich dann eben halt vor kurzem wieder meinen sehbehinderten Freund bei mir hatte. Und ich den dann gefragt habe, du, hast du eigentlich eine Ahnung, wofür man die braucht? Ja, sagt er, natürlich. Mein Screenreader gibt mir die Möglichkeit zu springen. Das sind sogenannte auch so Springmarken für diese Vorleseprogramme. Dann kann ich Titel oder Kapitel kann ich überspringen. Oder nur Unterkapitel. Das ist dann, wenn ich vom H5, dann kann ich zum nächsten H5-Tag springen. Dann lasse ich ein Unterkapitel aus, bleibe aber in dem Hauptkapitel. Oder ich will das Hauptkapitel wechseln, dann sage ich, überspringe bitte H2 oder H3. Und dementsprechend ist es sehr ratsam, diese Sachen in den Beiträgen mit zu verwenden. Ich meine, ich habe es hier auch schon drin. Wenn wir mal in den Quellcode reinschauen, dann sehen wir jetzt hier, ich fange mit H3 an, als meine Kapitelüberschrift. Hat den Grund, weil mein Beitrag in Joomla wird mit H2 getagt. Kategorie mit H1 oder Komponenten mit H1. Und deswegen mache ich mit H3 weiter. Und jetzt gucken wir mal, wo wir die nächste Unterkapitel haben. Da kommen wir dann zum ersten Unterkapitel, also bei 10. 6, 7, 8, 9, 10. Sieht man H3, H4. Auch dieses trägt zur besseren Nutzbarkeit für die Sehbehinderten bei. Also sagt Google, wenn ihr das verwendet, kommt ihr im Ranking nach oben. Ich will das fördern. Das sind so Momente, wo ich das richtig gut finde von Google, dass es seine Macht ausnutzt und sagt, wenn das benutzt wird, dann pushe ich diese Seiten nach oben. Und zwingt so auch den einfachen oder den Website-Ersteller, zwingt ihn dazu, solche Sachen zu benutzen, damit die Sehbehinderten es einfach besser haben. Diese Tags. Ich benutze hier den JCK-Editor und muss ich mal eben schauen, sind sie bei Stile? Nein, da sind sie nicht. Format. Unter Format kann ich diese Tags dementsprechend auch anwählen. In der CSS, in der Template-CSS kann ich diese Tags natürlich dementsprechend bestimmen, wie sie aussehen sollen, Größe, Schriftart, Größe, Farbe etc. pp. Wie weit sind wir? Haben wir noch Zeit? Wie viel? 5,5 Minuten noch. Okay. Seite 21 waren die Robots nochmal angesprochen. Hatte ich ja auch schon drüber berichtet. Ja, mobile Websites. Seite 24 ist ein Thema, vielleicht Responsive Design. Ich decke Responsive Design noch nicht ab. Für meine Kunden ist das wirklich überkandidelt. Da ich mit der einfachen Template-Programmierung, die ich verwende, auch ein schlankes Aussehen im
auf Smartphones habe, auf kleinen Geräten, benutze ich das nicht. Google sagt, ja, ich will das fördern. Ist die Überlegung mit Sicherheit irgendwann mal auch für mich, ob ich es nicht doch machen muss. Werbt richtig für eure Website, Seite 28. Klar, nutzt Foren. Ihr habt eben auf meiner Privatseite gesehen, dass meine Frau und ich so ein Nebengewerbe mit GPS haben. Hier natürlich Facebook benutzen, Google Plus, Social Media, macht eigene Gruppen auf, verweist eben halt als Backlink auf eure Website. Findet Google dementsprechend viele solcher Backlinks, die aus solchen Gruppen, die dann ja auch zum Thema gehören, und Google vergleicht mittlerweile eben halt auch die Themen. Nicht nur einfach, da ist ein Backlink, toll, sondern, aha, da ist eine Gruppe, die redet über GPS-Geräte, da ist ein Backlink auf meine Workshops, passt. Und dementsprechend komme ich im Ranking wieder nach oben. Also hier ist wirklich das Social Media wirklich hilfreich, um die eigene Seite auch zu pushen. Das ist zwar eine Menge Arbeit, sämtliche Social Media zu benutzen und zu verwalten, da was zu schreiben, die Community am Leben zu halten. Es ist viel Arbeit, aber es lohnt sich. Dann haben wir Seite 30, ein Hinweis nochmal auf diese Webmaster-Tools, auf die Gerald ja schon eingegangen ist. Das möchte ich jetzt dementsprechend nicht machen. Hier wird im unteren Bereich auch von Google Analytics gesprochen. Aufpassen. Google Analytics ist nicht unbedingt datenschutzkonform. Da verzichte ich dann auch komplett drauf. Also dem europäischen Datenschutz. Ja, das war es eigentlich schon so, was ich mit meiner Joomla-Seite machen kann, um sie so ein bisschen zu pushen. Wenn ich an diese Sachen denke, habe ich eigentlich schon eine ganz gute Suchmaschinenoptimierung. Meine Seiten, die ich erstelle, auch für Kunden, die sind jetzt nicht unbedingt auf Spitzenplatz Nummer 1. Da könnte man bestimmt mit den Webmaster-Tools auch noch ein bisschen mehr machen. Aber in der Regel schaffe ich es, dass die auf der ersten Seite stehen. Also unter den ersten 10 Treffern. Und das sind einfach so die Bordmittel, die Joomla hat. Wenn ich die anwende, komme ich schon ziemlich weit. Hat jemand noch eine Frage? Bitte? Also die Frage war, inwieweit die Google Webmaster Tools datenschutzkonform sind. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, das weiß ich nicht. Da weiß ich leider nicht. Ich weiß jetzt nur von Google Analytics, weil diese Analyse-Tools, die standen mal auf dem Prüfpunkt und die haben alle verheerend abgeschnitten. Gerade wegen der Erfassung der IP-Adresse und so weiter. Und wie gesagt, also meine Kunden, absolute Kleinkunden, der interessiert nicht, wie viele Leute auf der Website waren. Denen interessiert nur, dass da eine da ist und dass sie gefunden werden. Ja? Webmaster-Tools kann sich problemlos lösen. Die erfassen letztendlich nur Daten deiner Website und nicht von deinen Kunden. Gerade der Hinweis, dass die Webmaster-Tools wohl doch mit den datenschutzkonform sind, weil sie eben halt nicht die Daten der Nutzer erfassen, sondern nur die Daten der Seite. Gut, dann